Guten Morgen, liebe Freunde. Ich bekomme gleich Besuch und zwar, wer es ist, werde ich euch natürlich gleich verraten. Wir werden heute kein Projekt machen oder sowas ähnliches, sondern wir werden ein bisschen quatschen. Ich werde dem Kollegen, der jetzt gleich da ist, ein kleines Geschenk machen. Einfach mal Danke sagen. Da ist er angekommen. Wer ist das? Wer ist das? Mike! Alles klar, mein Freund. Alles bei. Super, Mann. Komm rein. So, da ist er nun. Hi. Mike, alles fit? Jo. Cooles Mikrofon. Ja, ich habe mich jetzt tagelang darüber gefreut, dass du kommst und jetzt bist du da. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ja, perfekt. Ich habe ja schon gesehen, was ich geschenkt bekomme. Übertrieben cool, echt. Was meine Frau glücklich macht. Du wirst damit vielleicht wahrscheinlich nichts anfangen können. Ihr wisst ja, ich habe ja vor kurzem das Video dazu gemacht und zwar ein Serviertablett. Danke dafür, dass du coole Videos machst, weil der Grund ist auch folgendes. Ich habe mal so meine faule Zeit gehabt, weißt du, wo ich einfach mal keinen Bock hatte, unmotiviert. Und dann habe ich mir mal deine Videos reingezogen und dachte mir so, ey Mann, der Typ, der baut ein ganzes Haus und ich kriege noch nicht mal meine Wände verkleidet, weißt du. Das war halt der Grund, warum ich dir dieses schöne Stück mitgeben möchte. Jo, danke, das freut mich wirklich. Ja, du bist ja auch so ein bisschen auch an Holz interessiert gewesen. Hast du mal, glaube ich, ein Video gesagt, so ein bisschen mit Holz eine arbeiten. Werkstatt machen wollte eine Werkstatt, ich mir, ja, wird jetzt auch in Zukunft kommen halt. Ne? Du weißt ja, wir haben eine Halle gemietet genau. Und bei mir habe ich das bis jetzt nicht hinbekommen, weil ich ein bisschen chaotisch bin und tausend Sachen da rumfliegen habe. Ich habe halt auch, paar Häuser, die wir vermieten und sowas. Da braucht man Werkzeug ohne Ende. Nicht nur für Holz, auch für alles. Generell, komplett. Bau, du brauchst Metall, alles. Und da habe ich halt keinen Platz bei mir gefunden. Ja, und deswegen bin ich jetzt auch froh, dass bei mir demnächst ein bisschen weniger wird, die ganze. Aber du hast ja da eine ihr habt ja da so eine Riesenhalle, ne? Das ist ja, wir waren ja da. Ja. Wie groß war die nochmal? Ja, aber riesen, ist eine Riesengarage, kann man sagen. Ja, sie hat 140 Quadratmeter. Für mich ist das ja fast eine Halle, weißt du? Ja, ist auch. Zu meiner Garage. Für mich auch, perfekt jetzt. Ja, ne? 140 Quadratmeter mit zwei Büros, also mit einem Büro und so einem Vorraum noch da oben. Cool. Jo, ist auch echt, da freue ich mich extrem drauf. Ey. So kommst du auch vorbei, Mama, können wir da auch ein paar Fall, Videos auf jeden machen. Fall. Und wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Ja, ich halt mit eine Werkbank oder so. Genau, apropos Werkstatt, was ich eigentlich noch sagen wollte. Du hast ja bei dir zu Hause auch wahrscheinlich deine Wände isoliert oder sowas. Hast du die Wände selber isoliert von außen, so eine Dämmung? Ach so, also dieser Geräteraum, wo ich da jetzt eine Werkbank, so eine kleine Werkbank drin habe, der ist nicht isoliert, das ist ein Kaltraum. Ist halt einfach nur ganz normaler, unisolierter Stein, aber von meinem Haus ist halt homogenes Mauerwerk. Aha. Ein warmer Stein sozusagen. Da sind Kammern dazwischen und ist nur noch Putz von innen und außen drauf. Achso, du hast jetzt quasi keine wie heißen diese Dämmstücke? Dämmwolle oder. Ja, so Matten oder Styropor hast du nicht. Nee, nee, ach, echt? Das nicht. Krass. Ja, geht ja so oder so. Ne? Gibt auch diese Steine, die ich habe, noch mit Füllung drin halt. Dann ist das wohl von Wärme. Okay. Dämmwert noch ein bisschen besser, aber das war damals ausreichend, wo ich gebaut habe. Ah, hab geil. Das gemacht. Aber das, die Werkstatt da, wo ich da ab und zu drin bin, da ist nichts. Ach so, okay. Ja, weil bei mir ist das nämlich so, ich habe ja, du merkst ja auch hier, es ist ja auch ziemlich frisch. Ja. Und da hatte ich mir nämlich auch überlegt, hier einen Ofen, irgendeine Heizung hinzustellen. Allerdings bringt das ja nichts, wenn du hier kalte Wände hast und hier für ein paar Minuten, weißt du, das wird verfliegen. Du wirst 100 Leute fragen und du wirst 100 verschiedene Antworten bekommen. Ja. Normalerweise ist, wenn du jetzt hier irgendwie was machen willst, musst du Dampfsperre, was weiß ich, was machen, nach oben hin, außen isolieren und was weiß ich. Aber ich glaube, du kannst hier einfach einen Ofen reinstellen, heizen hier und fertig. Echt? Ja, ich glaube schon. Also, das haben aber auch einige gesagt. Ich hatte auch Kollegen gehabt, die hier vorbeikamen. Der eine hat sogar eine Kfz-Werkstatt. Der dann gesagt hat, hör mal, die ist sogar größer als hier, die 36 Quadratmeter, die ich hier habe. Der sagte, ein Ofen heizt damit die ganze Halle. 100%. Echt? Ist so, ja, es wird Leute geben, die sagen, in 3 Jahren ist das Ding weggeschimmelt, wenn du jetzt hier heizt. Wahrscheinlich. Echt? Ja, gibt es auch. Man liest ja viel im Internet. Ja, aber das ist das Schwachsinn. Hier würde ich echt irgendeine kleine Heizung reinstellen und dann kannst du hier super arbeiten. Das ist ja echt super zu beheizen hier eigentlich. Ja. Wenn du irgendwie zentral was hinstellst. Ja, genau. Das würde ich machen. Das ist cool. Ein kleiner Ofen, der schnell warm macht, die Luft. Wenn du wieder raus bist, dann ist es wieder kalt und fertig. Ja, genau. Sowas halt, ne, was du vielleicht eine halbe Stunde vorher anmachst. Richtig. Das würde ich hier reinmachen, das ist bestimmt cool. Ja, cool. Und gleich geht's wohin? Wieder auf eine Baustelle oder arbeiten? Gleich geht's wieder reinhauen. Ja. Ey, ihr müsst auf jeden Fall bei Mike mal auf dem Kanal gucken. Also
der Typ, der haut richtig rein und nicht so wie ich manchmal hier so, ja, heute kein Bock, keine Lust. Ist voll lustig, Mann. Jeder, der woanders hingeht, der macht sich immer kleiner, wie er ist, Mann. Ich auch. Ja. Wenn ich woanders hingehe, dann denke ich auch immer, ja, der ist das, so. Das so. Ist aber, das du ist aber, machst auch voll die Sachen hier, so, weißt du, das ist aber wirklich so. Ja, geil. Das ist so. Ich sehe in deinen Videos, wie du da am Schleppen bist, am Machen bist. Du arbeitest ja auch mit ganz anderen Werkstoffen, weißt du? Yeah. Wenn du da jetzt eine ganze Schubkarre Sand und Kies hin und her schleppst, weißt du, fährst. Und ich denke mir so, ja, soll ich die Platte da jetzt rausziehen oder nicht? Ja, komm, lass liegen, dann nehme ich halt das, weißt du? Solche Videos, die motivieren mich dann halt auch bei anderen Leuten, ne? Ja, ist auch cool, freut mich. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich werde den Kanal auf jeden Fall unten verlinken. Holt euch auf jeden Fall ja mal ein bisschen Motivation, ey. Das ist ziemlich cool. Mike! Danke dir auf jeden Fall. Cool, dein Werkstück. Ich hab zu danken, Mann. Werkstück. Werkstatt oder Werkstück, genau. Zu sehen hier. Ja, mich hat es genauso gefreut. Ja, wir haben ja jetzt seitdem hier Corona aktiv ist, auch wenig Leute gesehen. Dann kommst du irgendwo nicht hin und das ist halt so, weißt du. Und jeder ist da halt ein bisschen anders. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht in Zukunft nochmal öfters sehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir sind ja echt so einen Katzensprung entfernt, dann kann man sich echt mal öfter sehen. Auch mal ein Video zusammen machen, zeigst du mir vielleicht mal, ne? Ich habe da null Ahnung von, wie ich sowas mache. Ne? Wirklich, da kannst du mir das auch mal zeigen. Halt. Und du hast dir das auch über Jahre angeeignet. Ja, natürlich. Ich habe es ja auch von anderen Leuten gesehen. Ja, ja, deswegen. Ne, das auf jeden Fall. Können wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben und machen demnächst ein Video zusammen. Danke dir. Hat mich echt gefreut. Ja, danke dir wirklich hierfür. Ne? Ja, das ist sehr gerne. Mann. War wieder mal so ein Projekt, weißt du, wo ich mit ordentlich Liebe drangegangen bin, weißt du, mit viel Mühe. Und, ja, echt perfekt. Übertrieben. Also das freut mich wirklich extrem. Wirklich. Ja, das freut mich. Ich habe kein Problem, auch mich über kleine Sachen zu freuen, und das ist für mich keine kleine Sache. Ich weiß, wie viel Zeit da drin steckt und sowas, weißt du, das ist echt cool. Danke dir, Mann, ehrlich. Ja, sehr gerne, Mann. Also Leute, das war heute ein kurzes Video. Danke an Mike, macht's gut. Seid fleißig. Seid fleißig, genau. Ciao.